Sag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Vanquish. Heute in der finalen Ausgabe, denn ich werde das Ding heute durchzocken. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Denn ich vermute mal, es ist nicht mehr allzu lang und es ist ja richtig geil. Wir haben das letzte Mal diesen einen riesigen Boss nochmal platt gemacht. Erst hat der mich platt gemacht, dann haben wir ihn aber irgendwann doch noch platt gemacht und jetzt machen wir den Rest noch platt. Also wir halten fest, man macht in dem Spiel sehr viele Gegner platt. Oh. So. Und ich glaube, so ein Spiel muss man auch einfach in einem Hieb durchzocken. Also ein, zwei Tage, ansonsten ist man da so raus und wird dermaßen wieder auf den Deckel kriegen. So, er will gleich auf den Deckel kriegen, das kriegt er auch. So. Bin mal gespannt, wie die Story dich denn zusammensetzt. Ich meine, was ist eigentlich das Ziel? Außer die Bösen besiegen. Obwohl, reicht mir eigentlich auch. Reicht mir komplett aus als Begründung, weshalb ich hier für Mord und Totschlag sorge. So. Ich verstehe gerade gar nicht, warum ich so viel Energie abgezogen bekomme hier. Die sind doch gar nicht so gut. Da merkt man es sofort, ne? Einfach wieder komplett reingeworfen in die Welt und man muss sich erstmal wieder reinfinden. Gestern war da schon so ein Flow drin. Da war ich einfach so gut. Warte, die helfen mir auch noch. Rauf mit dir. So. Ja, ich muss ihn. Das machen wir immer wieder. Das ist wie so eine kleine Massage im Rücken. Hallo. So. Kommt ihr rüber. Er will nicht rüber. Okay, das Geschütz würde ich natürlich gerne benutzen, aber es geht leider nicht. Was ist mit dem da oben? Der hatte wirklich ein bisschen Ladehemmung. Irgendwie machen die Gegner gerade so wenig. Aber das, was sie machen, machen sie dann doch gut, ne? Hier. Er liegt am Boden. Ich krieg's wieder nicht mit. Aber ich glaube, ich habe das auch eingestellt, dass der Schwierigkeitsgrad sich automatisch so ein bisschen anpasst. Vielleicht spiele ich einfach gerade schlecht. Das ist durchaus möglich, dass ich gerade so schlecht spiele. So. Jetzt rutsch mal wieder. Ach, es ist so schönes Gerutsche. Ich finde, das sollte wirklich einfach in jedem Spiel drin sein. In jedem. Scheißegal, ob ein Battlefield, ein Call of Duty. Besiege den feindlichen Widerstand. Okay, das kriegen wir hin. Oh, geil. Digga. Hey, man. Der hat doch sicherlich irgendwas auf dem Rücken. Da hat er doch was. Oh, man. Hä? Das war doch eben einer, oder? Na gut. Bratz mal halt dann doch erstmal auf den Deckel. Und dann gibt's nochmal... Alter! Alter! Hat er das gestern auch schon gemacht? Komm. Oh, hier kann ich nicht rüber. So. Ach, komm her. Was soll der Geiz? Was soll's? So, und dann gibt es noch den Rest drauf. Ich weiß nicht, wo er hingeschossen hat, aber da war doch wirklich weit und breit keiner. Okay, aber ich meine, die KI, die muss wahrscheinlich auch irgendwo mal ein bisschen... Oh, oh. Der verbuddelt sich und kommt bei seinem Kollegen raus. Sehr clever. Clever gemacht, kriegst du gleich einen auf den Deckel. Zack. Da hat er sich aber auch gerade gebürstet, oder? Da hat er nochmal den Urschrei gemacht, nur leider war das alles viel zu spät. Gute Neuigkeiten. Der Panzer hat ein Loch aufgerissen, das direkten Zugriff aufs nächste Kolonietor ermöglicht. Ja, was für ein Zufall. Der Panzer kommt da raus, wo wir hin müssen. Ansonsten hätten wir hier wieder alles kaputt sprengen müssen. Das geht ja nicht. Alter. Geh mal weg hier, Diggerchen. Diggerchen, du stehst im Wege rum. Alter. Das ist echt frech jetzt. So. So, oh, ich liebe diese Zeitlupeneffekte. Das haben die wirklich hier perfektioniert. Aua, come on, let's go. Lächeln, oh oh, oh oh. Ach, komm her. So, wenn ich mich recht entsinne, hatte der, glaube ich, hier solche Bubble. So, was? Zack, zack, zack. Und dann hinten auf die Hämorrhoide drauf. Und zack. Zack. Und jetzt den Rest noch drauf. Und das ist es. Schieß doch jetzt mal. Mann. Ewig durchs Visier geglotzt und es kommt keine Murmel raus. Was will der da oben eigentlich? Was willst du? Hier, das hast du davon. Weil du mich so penetriert hast. Bist du gut? Bist du böse? Er scheint gut zu sein. Schweres MG nehmen wir mal mit. Dafür lasse ich das hier. Scharfschützen wäre auf jeden Fall. Und die Pumpe da hinten, komme ich da hin, ohne dass es weh tut? Ja,
Durchs Feuer kann man anscheinend laufen. Das hier drüben, das Gelbe ist, glaube ich, diese komische... Ach, das ist die LFE. Aber dann nehme ich lieber die mit. Moment. Komm, da ist doch noch einer, oder? Hab's doch gesagt. Oh, komm. Also komm, was mache ich denn hier? So, jetzt geht's wieder vorwärts. Und hip. War jetzt noch nicht so spektakulär, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, mal so ein kleines Intermezzo hier direkt am Anfang zum Warmschießen sozusagen. Erfassungsding, das war ganz gut, ne? Das nehmen wir mal mit. So, ich bin warm. Jetzt kann eigentlich der nächste Boss kommen. Es kann losgehen. Ich möchte den Arsch bitte aufgerissen bekommen. Yes! Erste Mission hier gleich abgeschlossen. So muss das. So beginnt man fröhlich, feuchtfröhlich einen neuen Part. Ich gucke mal ganz kurz, ob der Stream richtig läuft. Alter. Butterweich. Butterweich. So. Mr. Burns ist wieder vor uns. Das ist auch geil. Ne? Das ist eigentlich nur ein Landungsschiff. Also ein Landungsschiff aus der Tiefe nach oben gebohrt. Ein Bohrungsschiff. Ich höre wieder Stimmen. Die Lage voraus ist ziemlich hitzig, Sir. Yes! Nicht die Nerven verlieren. Ach, die Nerven verlieren. Ich bitte dich. Hitzig. Also, genau das will ich. Hitzig. Der Feind hat den Plasmakomplex zu einem See aus Feuer gemacht. Ja! Wenn das Ding in die Luft fliegt. Ja, dann ist es geil. Kann man das irgendwie verhindern? Beten. So. Gott sei Dank bin ich Atheist. Los geht's! Zum Glück ist er Atheist und kein Pazifist, denn ansonsten wäre er hier fehl am Platz. In dem Spiel zumindest. In die Richtung komme ich nicht weiter. Du musst Wie? Einen Weg durch den Dammkomplex finden. In die Richtung komme ich nicht weiter, dann geht's doch lang, oder? Ach, komm her. Hast du eine bessere Idee? So, was haben wir hier? Scheibenkleister und das Sturmgewehr. Nee, brauche ich nicht. Dann gucken wir nochmal hier rein. Akt 4. Ich glaube, es gibt 5 Akte. Akte. Aktäre. Echt? Wo ist denn die Granate? Ja, okay, das war ziemlich dumm von mir, da reinzurennen. So, Sturmgewehr ist das... Naja, komm, nehmen wir es mal mit, da haben wir so viel schöne Munition. So, warte mal, wir werden natürlich einfach mal von hier ein bisschen snipen. Oh, waren das gerade alles Fässer, die ich hätte abschießen können. So, yes, Schweinehunde, geiles Schimpfwort, finde ich gut. Geile Beleidigung, meine ich. Gott. Er atmet aber auch wie so ein Asthmatiker, ne? So, zack. Alter, das gibt's doch nicht. Ich schieße wirklich schlecht. Das ging gestern wirklich irgendwie leichter von der Hand. Oh! Das liebt man doch, oder? Wenn man gerade anvisiert hat, eine halbe Stunde und den perfekten Schuss setzen will. Und dann hört man nur Klick. Ich finde auch ganz ehrlich, die Waffen, die meine Kollegen haben, die sind nicht so durchschlagskräftig. Wie sind die denn da runtergekommen? Aha. Sie haben Viereck gedrückt. Oh! Warte, dich rette ich. So, zack. Die Spritze in den Arsch, Onkel Doktor ist da. Schweres MG. Keine Ahnung. Kriegt er erstmal auf den Deckel. Erstmal kriegt er auf den Deckel, dann kriegt er auf den Deckel und alle kriegen auf den Deckel. Und dann gibt's nochmal eine IMP. Das ist doch... Alter! Das ist doch der von Fantastic Four, oder? Der Snowboarder da. Waterboarder. Das ist ja wie in einem schlechten Computerspiel hier. Wieso schlechtes Computerspiel? Das ist doch absolut genial. Liegt der wieder am Boden hier? So, mach erstmal die kleinen platt. So, heppala. So, wo ist denn hier der Waterman? Ulla. Oh Gott, ey. Nicht ducken. Jetzt holt sich einfach mal drauf, obwohl er irgendwie mich, glaube ich, gerade anvisiert. Aber da vorne fliegt auch irgendwas weg. So, zack, jawohl. Seine Attacke ist etwas stärker als meine. Was haben wir denn hier? Nehmen wir gleich noch mit. So ein Bonusgedöns. Auch wenn ich da im Spiel jetzt nicht so drauf geachtet habe. Aber ich finde es auch ziemlich schwierig, hier auf solche Boni zu achten. Was ist das denn? Ja, geht aber aus dem Weg. Er steht aber wirklich im Weg hier. Was haben wir noch für eine? Wir können ja einfach mal die hier nehmen, ne? Das Geile ist, er ist zwar so ein bisschen in meine Richtung unterwegs, aber er schießt auch auf alle anderen. Da oben sind auch noch welche. So.
Guck. Die ist schon ein bisschen sehr lame, die Waffe. Und ich sehe es richtig, dass die überhaupt nichts abzieht. Alles klar. Müssen wir dann doch wieder auf die übergehen. Okay, ja. Das fette MG. Oh, oh. Weg. Sehr schön. So, komm her. Also die Bosse haben sie richtig geil gemacht. Die Fetzen. Oh, oh. Ah, da kann ich Viereck drücken. Irgendwas mit Viereck war da. Oh, 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 oh. Los jetzt, Mann. Hüpf. Hüpf um dein Leben. Bunny Hopping. Crystal Viper. Ah, so heißt der gute Herr. So. Hehehe. Ich kann auch anders. Ja. Wo ist er hin? Oh, oh, komm, 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 jetzt drauf, jetzt drauf. Jetzt drauf. Jetzt gar nicht erst locker lassen. Alles klar, das soll wieder wer verstehen, oder? Ach, wir sind in so einem Teil drinne. Das ist alles eine Station. Ah, dann ergibt die ganze Story natürlich Sinn. Jetzt verstehe ich das endlich. Okay, irgendeine Barriere aktivieren und ich vermute mal wieder ganz viele Gegner abschießen. Ihr macht das mit der Barriere, ich kümmere mich um die Gegner. So hat jeder seine Aufgabe. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Warum gibt's sowas nicht? Heutzutage die Aufzüge sind immer so lahm. Sowas hier wäre optimal. Festgeschnallt und dann geht's ab. Da muss die Prothese von der Oma aber richtig sitzen, ansonsten ist sie weg. So, das war die wichtigste Mission, dass ich hier dem Video noch zugucke. Die Fahrstuhlmission. Sehr, sehr wichtig. Das Geile ist, es gibt so gar keine richtigen Ladezeiten, ne? Es ist so ein richtig schöner Flow drin. So, die PlayStation speichert, ich wollte schon sagen, stürzt ab, aber zum Glück einmal nicht. So, das Scharfschützengewehr ist leer, das räumen wir weg. Und was haben wir hier noch? Oh, die Grafik ist so schön hier, die Lichteffekte, guckt mal. Wirklich so geil, so geil. Ich finde es wirklich gut, dass sie das nochmal remastered rausgebracht haben, auch wenn die grafischen Unterschiede wirklich einfach nur eine höhere Auflösung sind. Ansonsten ist da wirklich kaum was zu sehen. Aber okay, warum nicht? Das ist ein gravitationsloser Bereich, passt auf. Verstanden. Alles klar. So. Ey Leute, ganz ehrlich, ich habe so viel Munition, ich muss jetzt endlich wieder schießen. Dafür habe ich keine Zeit. Sehr gut. Alter. Ist das geil, der geht hier voll ab, der Kollege. Alter. I can't dance. I can't. Irgendwas. Das ist natürlich echt geil hier gemacht. Dass sie gegen Ende nochmal so eine Mechanik reinbauen, das ist schön. Ach, richtig geil. Richtig geil, wenn man es wirklich so machen könnte, dass man 360 Grad rumläuft. Das wäre schon witzig. Hier ist wohl noch einer. Tatsächlich. Tatsächlich, da ist noch einer. Da will noch einer auf den Deckel. Raketenwerfer. Okay, den nehmen wir natürlich gerne mit. So, mach auf die Hütte. Was? Alter, wo kommst du auf einmal her? Wo kommt er denn her? Da schießt man ihm doch einfach mal den Tank hinten ab. Bam, 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 bam. Und weg. Geht nicht. Ich hab's wieder übertrieben. Oh, unser Kollege ist leider dabei draufgegangen. Ich wollte gerade fragen, ey, wie fandst du meine Aktion? Aber er konnte es leider nicht beantworten. Was ist denn das? Oh, ihr guckt mal, wie wir uns drehen. Das ist ja anscheinend wichtig, dass man sich dreht für die Schwerkraft, ne? Dass die irgendwie so generiert wird.
Scheint wichtig zu sein. Ach, herrlich. Richtig schön. Erfassungslaser, ne, will ich nicht. Will ich nicht. Ich will selber zielen. Irgendwann muss ich das nochmal üben. Hey, wo kommst du denn her? Und hey, man. Ich würde da weggehen, ganz ehrlich. Ist das geil, wie einfach nochmal schön hochfliegt. Na, kommt hier der Nächste? Kommt der Nächste? Ja. Fein. Zack. Fang, Diggerchen. War das meine Granate? Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ich habe hier so viel Schrott vor der Linse. Und heb. Warte. Alter, er wartet aber auch einfach wirklich, dass die Tür aufgeht, ne? Er wartet davor, dass die Tür aufgeht. Er macht da nichts weiter. So, die Handgranate nehmen wir aber auf jeden Fall noch mit. So, wo geht's denn hier hin? Zero Gravity Area Alpha. Scharfschützengewehr, ne. Könnte natürlich sein, dass das sich jetzt hier rentiert, dass ich das nehmen würde, aber... Nee, der Raketenwerfer ist mir jetzt irgendwie lieber. So, nächsten bitte. Ah. Komm. Was ist das? Noch ein Raketenwerfer? Ich sammle den mal ein, auch wenn ich dafür keine Mehrwert an Munition kriege, level ich ja irgendwie die Waffen damit auf, ne? Die kriegen dann, wenn er jetzt guckt, hier Sturmgewehr und dann rechts, zack, kriegt das irgendwie mehr Abzeichen. Alter! Ich will hier gerade was erklären, Mann! Zack! Yeah, baby, yeah! Hahaha! Renn! Okay, warte. Wenn du mir dein rotes Auge zeigst, auf das du ewig sterben mögest. Fuck you. Irgendwie, warum macht er hier keine Zeitlupe an? Jetzt macht er es an. Toll. Jetzt, wo ich nur nichts sehen kann. Und ready. Yes. So. Oh, nimm mal deinen Arsch hier weg. Du stehst mir genau in der Sicht. Und jetzt ist dein Kopf im Weg. Ihr Schweine. Wo ist denn sein Auge? Ach du meine Güte. Also es ist doch einfach nur ein Haufen, ein Konvolut an Gegnermasse. So, wo ist das Auge? Da ist das Auge. Ja, wir treffen. Es ist gleich tot. Ich meine, war jetzt nicht so schwer. Wir kennen den Boss ja schon. Aber ist halt ein geiler Boss. Kam jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. Ui. So, Level wieder abgeschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bosse haben sie super inszeniert. Gestern Abend der Stream, der allerletzte Boss, den wir da besiegt haben, den hatten wir zwar auch schon zum dritten Mal, aber der war irgendwie ein bisschen special. Der konnte ein bisschen mehr. Der hat mir sehr gut gefallen. Wo ist das Steuerpult für die Dämmwand? Na hier. Ich zeige den Weg. Jetzt habe ich auch gewohnt hier. Dr. Grassi. Das weiß ich selber, dass man da drauf drücken muss. Wie sieht's da draußen aus? Ein paar Nachzügler sind noch auf dem Weg zum Schutzraum. Wie viel Zeit bleibt uns? Ich weiß nicht, aber wenn du dich nicht beeilst, sinkt der interne Druck der Kolonie unter das tolerierbare Niveau. Genug Physik. Schließ mir einfach diese verdammten Tore. Nein. Nicht. Da draußen sind noch Männer. Diese Männer wussten von Anfang an, dass sie bei der Mission sterben könnten. Könnten. Lass sie uns noch nicht. Nur weil man weiß, dass man sterben könnte, heißt es ja nicht, dass man auch sterben will. Davon nehme ich keine Befehle an. Lockdown gestartet. Ja, das können wir natürlich nicht zulassen. Wir werden jetzt genüsslich hier noch ein Zigarettchen rauchen. Ja, los komm, steck dir das Zigarettchen im Mund. So läuft das also bei dir. Komm mir nicht auf die Tour. Was glaubst du, wie viele Leute schon für diese Mission gestorben sind? Versagen ist ausgeschlossen. War es immer. Und die Männer da draußen lässt du im Stich? Ein Marine führt seine Mission aus. Was kapierst du daran nicht? Wir tun, was wir tun müssen. Das Wie steht nicht zur Debatte. Das hast du davon, Großväterchen. Und halte uns den Rücken frei. Ja, ja, Rücken frei. Feige Ratte. Bringt uns direkt zur nächsten Position des Feindes.
Meinen Sie wirklich, dass alles hier hilft, den USA aus der Rezession raus? Die Geschichte bestätigt diese Theorie zur Genüge. Und San Francisco ist ein angemessenes Opfer? Der Vorfall war nicht geplant. Aber Opfer sind eben manchmal unvermeidlich. Das ist wohl kaum die Zeit für Zweifel. Der Zweck heiligt die Mittel. Denken Sie daran. Dann werde ich Ihnen die Mittel überlassen. Und ich kümmere mich um den Zweck. Na, wird Großväterchen der letzte Boss? Der spielt doch hier mit gezinkten Karten, der ist doch nicht lieb. Der hat doch irgendwelche fiesen Machenschaften. Viel zu ruhig. Vorwärts! Go, go, Power Ranger! Okay, Akt 5, Mission 1. Es geht los. Akt 5 ist, glaube ich, jetzt wirklich die letzte Mission. Ja. Fast. Fast. Das sieht vom Weltraum aus viel kleiner aus. Ich bleibe in der Nähe, falls du willst. So. Ach, ich brauch dich nicht. Hau bloß nicht ab. Okay, ich brauch dich doch. Hab gelogen. So, hier haben wir auch noch was. Ah, hier. Seht ihr das? Da. Zack. So, die Flinte brauche ich nicht. Die ist komplett nutzlos für mich. Da habe ich echt den Mehrwert noch nicht erkannt. Mit der Schrotflinte, die schießt so lahm für das Spiel. Absolut ungeeignet. Ich frage mich auch, hat das Spiel eigentlich einen Multiplayer? Ich glaube nicht. Wäre aber trotzdem geil. Aber ich wüsste nicht, wie man die Mechanik im Multiplayer-Modus einbauen sollte. Er ist immer noch im Raum unter dir. Was treibt er da so? Moment. Laut Sensoren ist Burns nicht allein. Vielleicht hat er Verstärkung bekommen. Ja. Obwohl er alle ausgeschlossen hat. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Nun, ich kümmere mich um das bekannte Übel. Die AI da draußen wird uns wohl kaum einfach so vorbeilassen. Das stimmt. So, geh zum Kontrollraum. Hä? Der Mikrowellenübertragung, alles klar. Yes, wieder ein kleiner Boss, oder wie? So muss das. Links der Position des Basels müsste sich eine Gatling-Kanone befinden. Okay. Hey, treffe ich's auch nicht. So, irgendwo ist eine Gatling-Kanone. Die werde ich wahrscheinlich auch nutzen, um mir ein bisschen Muni zu sparen. Komm her. So, es ist der Buzzard. Der Mäuse-Buzzard ist da. Warte mal, den machen wir doch ganz easy platt, machen wir den. Indem wir von hinten drauf schlittern. Zack, 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 zack. Yes. Uiuiuiui, irgendwer sammelt mich um. Komm, rüber. Du sollst da rüberklettern. Und Feuer. Das wird so nix. Oh oh. Hä? Meine Güte, was ist denn hier alles im Weg? Könnte ich jetzt mal bitte einfach hier lang gehen? Okay, dann. Ja, jetzt. Warte, so stehen bleibt. Nein! Jetzt nicht deine Yoga-Übung. Erst sterben. Yoga für Fortgeschrittene. Bis zum Tod und noch viel weiter. So, wie treffe ich den da oben? Ich habe doch ein Scharfschützengewehr. Ist doch viel besser, wenn ich jetzt einfach mal nicht treffe. Alter! Atme doch nicht immer so. Ich habe das Gefühl, doch, wir haben, man zieht ein bisschen ab. Ich glaube auch ganz ehrlich, die Kisten, ja, die sind nicht so richtig haltbar. Die halten die Schüsse nicht so ab, wie ich es gerne hätte. So, irgendein Geschütz meinte er, soll ich hier benutzen. Hier, Gazi, was ist los? Guck mal nochmal hier rein, da haben wir es doch, da haben wir es doch. Komm her! Mann, mach doch hier den Mega-Power-Modus. Nummer 1, Nummer 2, weg. Und hepp. Hör auf mich zu hauen, Mann. Das ist alles viel zu dicht. Die Kamera ist zu dicht dran. Jetzt stirb. Okay, let's go. Yeah, baby. Jetzt wird gesammelt. Er schießt auf mich. So, wo ist der Bobbel? Ist eigentlich völlig egal, welcher Bobbel. Wir schießen ihn einfach so ab. Jawohl, einfach durchgesendet. So muss das sein. Gar nicht lang schnacken, nicht überlegen. Wer lange überlegt, der ist eher tot. Das ist schon ein weiser Spruch gewesen. Schon damals. Na, kommt er rein? Die Zeit können wir eigentlich nutzen.
Alter! What? Er kommt einfach rein, oder was? Ich hätte gedacht, er kommt von vorne rein und nicht so heimtückisch. So, Dickerchen. What's going on here? Jetzt geht er wieder raus. Er weiß auch nicht, was er will. Meine Güte, eure Unentschlossenheit. Kann ich gar nicht leiden. So, jetzt gebt mir mal das dicke Geschütz hier. Das will ich doch haben. Ja, sorry, man, aber du stehst wirklich so ungünstig. Auch du. Auch wenn du gerade gar nicht dran beteiligt warst, aber einfach auch im Rücken geschossen. Aus Prinzip. So, und heppala. Zack. Das Spiel ist so gut. Ey, das würde ich wirklich am liebsten nochmal auf extrem schwer durchspielen. Ich glaube, das nehme ich mir irgendwann nochmal vor. Das kann man ja auch wirklich an einem Tag, so 4-5 Stunden, komplett durchzocken. Das dürfte kein Problem darstellen. LFE, will ich die? Nee, will ich nicht. Öffne jetzt die Innentür. Beeilung. Und rüber, jawohl. Und die Handgranaten, das ist wichtig. Wir dürfen jetzt sogar 5 mitnehmen. Meine Güte, meine kleinen Buschel hier, die wollen nicht, wie ich will. So, und nicht lang schnacken, direkt Kopf in den Nacken und Feuer. Genau. Oh, 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 oh. Ui. So, das müssen wir hochjagen. Ey, ist das geil, wie sich hier alles so schön dynamisch im Hintergrund bewegt. So, da haben wir ein Geschütz. Den Sniper mal einfach weg. So. Na. Komm. Runter mit dem Kopf. Du wirst sterben. Es tut mir leid. Ich werde das jetzt durchziehen. So, machen wir das hier noch. Ein bisschen Munition zu sparen. Und dann muss ich weg. Dann muss ich weg. So, hier haben wir noch irgendein Geschütz. Was ist das hier? Schweres MG. Mit einem schweren MG gehen wir jetzt rüber, oder? Ich bin dafür, wir machen mal was Dummes. Jawohl. So, keine Ahnung. Ich muss hier hin. Das war eine ziemlich dumme Idee. Das war ziemlich dumm. Gott, war das dumm. Ich habe ja schon viele dumme Sachen gemacht, aber das übertrifft wirklich im heutigen Part alles. Jetzt ist uns die Zeit gekommen. Okay, ihr geht auch vor. Oh, was ist denn das? Hier steht ja immer wer Neues da. Was soll denn das hier? So, erst du. Was machst denn du, Alter? Holst du noch einen Bauplan raus? Du sollst den die Kartoffel runterhauen. Okay, so wird es nichts. Er ist aber auch eiskalt. Ne, er bleibt da wirklich eiskalt stehen. Ich habe das Gefühl, die lassen mich so nicht durch. Ich glaube, ich muss diese Dinger von weiter weg abknallen. Weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Kann ich da einfach drauf schießen? Nee, so wird das nichts. Wir müssen... Okay, jetzt. Yes! Was für ein Skill. Der ultimative Skill. Ich wollte es gar nicht machen, um ehrlich zu sein. Ich habe aus Versehen nach links gedrückt, aber es hat funktioniert. So, wir müssen da hoch. So, hau drauf. Sturmgewehr nehmen wir auch noch mit. Habe ich nicht mitgenommen. Gut. Dann halt nicht. Das Geile ist auch, ne, anstatt die Gegner mal die ganzen Türen zu machen. Nein. Die bleiben konsequent offen. Oder sie haben überall dasselbe Türschloss, denselben Türcode. In der Zukunft gibt es einen universellen Code und damit kann man alle Türen aufmachen. So, Kontrollpunkt erreicht. Sam, von dieser Position kannst du nicht sprengen. Du musst aus dem Strahlenradius rauskommen. Jo. Machen wir auch. Ganz easy peasy. Verlasse den Sprengradius. Hey, man. Du bist jetzt weit genug weg, um die Ladung zu zünden. Na dann, machen wir das doch mal. Yeah, baby. Alles frei. Boom. Here comes the boom. Ready or not. Feinde nähern sich euch von hinten. Geil, da bin ich ja genau richtig. Da bin ich doch optimal an der Stellung hier. So, Freunde des Friedens und der ewigen Sonne. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, 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 oh yeah. So ein Geschütz hätte ich natürlich auch gerne. Leider habe ich es kaputt gemacht. Alter, was passiert hier bitte? Ein Hoch auf das Geschütz. Ein Hoch auf das Geschütz.
So, was haben wir noch? Wir können noch eine Runde snipern. Alles klar, ein Schuss, das Ding ist weg. Irgendwas schießt doch hier auf mich. Oder? Nö. Es passiert einfach wieder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. So, zack. Scheiße, so treffe ich den nicht. Das Geländer ist zu hoch. Och, ich habe aber auch die Größe von einem 12-Jährigen hier im Spiel. Komm her. Rein in die Schlacht. Raketenwerfer nehme ich mal mit. Erfassungsgewehr will ich nicht. Erfasse dich selber, dann erfasst dich Gott. So. Tschüss. Er hat tapfer gekämpft. Bis zum Schluss wollte er der Rakete ausweichen, aber sie war schneller. Sie war schneller gewesen. Ich mach sie auf, sobald das Gebiet gesichert ist. Okay. Jawohl, Ma'am. Alles klar. Triff dich mit Bravo. Hier, dachte ich nicht. Ja, Leute, triff dich. Die sollen sich mit mir treffen. Bist du lange da? Hier, bist du da? Hallo? Ja, jetzt aber pronto. Die Welt rettet sich nicht alleine. Geh zum Kontrollpunkt. Mikrowellenübertragung. Mikrowellenübertragung. Irgendwie erinnert mich das, als würde ich jetzt hier irgendwie meinen Hamburger warm machen. Grassi, kennst du dich in diesem Teil der Kolonie aus? Ja, aber keine Ahnung, wie es da jetzt aussieht. Besser als nichts. Elena, hast du die ungefähre Zahl der Feinde? Sam, die elektromagnetische Interferenz verstärkt sich. Ich weiß nicht, wie lange ich euch noch helfen kann. Das wollte ich jetzt echt nicht hören. Ich werde alles tun, um dich auf dem Laufenden zu halten. Ich verlasse mich drauf. So. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt überhaupt beredet haben. Natürlich geht's auf. Sichern und laden. Wenn ich da drauf drücke, geht es auf. Vielleicht Feinde auf uns. Oh, hoffentlich. Alles klar. Mach auf. Okay, ready steady, wir holen erstmal den dicken Bumser raus. Bin bereit. Mach auf die Hütte. Ready, go. Och, ihr habt ihn einfach tot gemacht. Das war meiner. Wir gehen rein, aber vorsichtig. Ach, vorsichtig. Vorsichtig. Es war ein Gegner. Ach, der Wassermann ist wieder da. Bringt dir einen Headshot mehr. Alter, der fliegt mit Dr. Smithy. Bleibt wachsam und passt auf die Ecken auf. Dann solltet ihr sicher sein. Ja, ja. Dann soll. Ja, das sagt sie echt so einmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, die hat doch keine Ahnung vom Wassermann. So, Wassermann, ich muss weg. So, nimm ihn, nicht mich. Wo ist er denn? Hi, man. Und weg. So, wo bist du? Ah, er ist down oder was? Ah, er hängt da. Warte mal, dann kann ich auch mal das hier machen. Okay, komm. Alter, das war gemein, du. Aber richtig fies. Eat this. Feuer! Oh, oh. Jetzt muss ich hier wirklich mal ein bisschen hinmachen. Also wenn der auf mich zuspringt, kann ich ganz schnell Viereck drücken. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Das nehmen wir mal mit. Ich glaube aber, die Waffe ist jetzt nicht so sinnvoll gegen den. Na? Nee, der ist weg. Der ist weg. Und wo kommt er? Tschüss. Alter, ich habe Tschüss gesagt. Das sollte cool wirken. Jetzt hast du mich hier wie ein Deppen dastehen lassen. So, wo bist du? Wo ist er denn? So. Crystal Viper. Scheißname. Muss sich keiner merken, denn es wird dich nicht mehr lange geben. Du bist down. Yes. Warum? Irgendwas ist da. Der hat noch eine kleine Mobile auf mich geworfen. Dann macht euch an die Tore. Geil. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass er nochmal alle Bosse bringen. Ich möchte auch nochmal diese Riesenkrabbe. Also die Krabbe, wenn man die besiegt, steht sie auf, wird zu so einem Riesen und dann noch nebenbei diesen Wassertypen hier. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Das nimmt jetzt ein bisschen Überhand hier. Das nimmt so ein bisschen der Flow raus. Ist weiter vorne. Elena, was ist mit der Karte los? Zu starke Interferenzen. Ich kann die Daten nicht übertragen.
Sam, wo bist du? Vor dem Kontrollraum. Wo zum Teufel steckst du? Ich bin in einen kleinen Hinterhalt getappt. Du auch? Ich schick die restlichen Marines in deine Richtung. Das höre ich gern. Grassi, nimm die restlichen Männer und geh zurück zu Burns. Der hat natürlich Dreck am Stecken, ne? Das wissen wir. Sie wollen alleine weiter? Ich komm klar. Natürlich komm ich klar. Der Scheiße. Geh und zieh ihn raus. Zu Befehl. Jawohl. So, Mission 2.